und willkommen bei Minecraft Live in the Woods mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tibra. Ich laufe da gerade durchs Hühnergehege. Flops, flops, flops. Da kommen wieder jede Menge Eier raus bei denen. Ja, und Menge Hühner. Ich glaube, ich will ein Huhn. Zum Abendessen. Schade. Also so geht das mal nicht. Dann können wir da noch schauen. Vielleicht finden wir einen Halbblock. Nein, es gibt leider keinen. Was ist da? Gravel. So. Ah, da ist noch kein Ei. Es geht ja flops, flops, flops. Mhm. Dieser Wahnsinn. Ja, genau. Das wäre etwas, was beim Conquest, bei der Conquest Reforged Mod gibt es das. An halben Halbblöcke und so zu ziehen. Ja, das wäre natürlich toll, weil dann könnte da ein bisschen abgestuft so runtergehen. Was mit den Eiern, das bleibt. Wir könnten stufen. Oh, ein Leder. Wir könnten hier abstufen. Das werden wir machen. Und Sticks. Federn. Sehr, sehr, sehr fein. Gut. Jo. Ups. Da kommen wir hier, Block. Passt. Hallo. Dann schaue ich mal, was der Kompost schon wieder hergibt. Einige wenige, okay. Das dauert halt. Das dauert. Na gut, macht ja nichts. So, 18 Stück. Ich kann sicherlich auch schon Weizen ernten. Lauf, 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 lauf. Ja, es wird langsam gelb in den Reihen. Super. Ich glaube, da können wir noch mehr rüber. So, jetzt schaue ich mir dann gleich deinen Weg an. Worauf? Ups. Wo bist du denn eigentlich? Ja. Beim Bauern. Ah, ja, ja, sehe ich schon. Ich mache noch schnell eine kleine Vermehrung sozusagen. Da wird schon wieder überlegt. Das so. Ja, ich glaube, das könnte man so lassen. Gut. Was denn? Dann bringen wir da mal den Schutt rein. Schaust du mir gleich an. Ja. Hast du aus meiner Bio-Kiste, sage ich mal, beim Kompost? Ja. Ah, den okay. Kies. Den Kies, ja. Ja. Habe ich. Habe ich mir geholt. Sehr fein. So. Das wird ja super schön. Aber ganz schön Arbeit. Muss man fair und ehrlich sagen. So ein Feld. So. Dann. Aber seither habe ich keine Grille mehr gehört. Ja, keine Ahnung, ich habe das dort gerodet und plötzlich war da mitten am Platz ein Griller da. Und dieser war freches jetzt Ding. Wieder komplett verschwunden. Ja. Freches nicht Ding. Nicht mehr da.
So. Ah, da ist auch noch was. Ich glaube, das wird jetzt teilweise sehr unterschiedlich reif. Aber immerhin, ein paar Körnchen haben wir schon wieder. So. Und dann würde der Weg da so noch. Was soll jetzt noch gehen? Schön. Ich gehe Äpfel ernten. Okay. Bring noch den Schotter ein, dann werde ich einige Blöcke austauschen gegen Erde. Mhm. Damit das nicht zu gerader wird. Ist das nicht schön, wie da die Äpfel hängen? Mhm. Das ist wirklich cool. Der dürfte noch nicht reif sein. Aber dieser hier. Wow. Das ist ein Gerät. So. Gut. Hm. Dann werden wir jetzt mal da beim Rand ein bisschen auflockern. Ja, es wird halt, es ist halt trotzdem eckig. Ne? Und der Block ist jetzt natürlich wieder komplett grün. Also richtig natürlich. So moosiges. Wie macht man das? Gibt's nicht, gell? Naja, das hätten wir im Conquest-Textur schon. Mhm. Aber da brauchst du die Conquest-Motte auch. Ah, okay. Und die gibt's für 1.17, die Conquest Reforged. Gibt's erst da. Okay. Bei 1.17 haben sie noch mit dieser Metadata. Sag mal, irre ich oder war das einmal, dass man nur, das ist bei den Eier, 16 Eier auf einem Stack gebracht hat? Das ist eh noch immer. War das nicht bei den Äpfeln auch noch, gell? Ja, richtig. Okay, das war einmal. Bei den Äpfeln, bei den Äpfeln weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Ich bin mir nämlich, nicht sicher. Dann machen wir da noch einen. So. Ja. Na ja, 33 Äpfel. Da können wir mampfen. Und noch nicht alle abgenommen. Das machen wir so. So. Kann man denn? Na ja. Den kann man dann nicht. Ich habe mir gedacht, diese Flechte oder was das ist. Ja, genau, das ist dieser Klee oder was auch immer. Das, ja. Na, kann man aber nicht auf dem Schotter anbringen. So, ich bräuchte Stufen. Schauen wir mal, wo haben wir noch welche? Was für Stufen soll ich denn machen zur Begrenzung beim Kies? Weil Halbblock gibt es keinen. Ihr könnt natürlich von irgendeinem Stein, der ähnlich ausschaut, Halbblöcke machen. Ja.
Das würde ja auch gehen, dass ich den normalen, so wenn da Zitpflasterstein hätte ich da, Okay. ja, vor dem habe ich einiges, Gneispflasterstein. Wenn ich von denen Halbblöcke mache und setz die davor hin. So, ich komme schon mal rein. Oder lieber Stufen, aber Stufen sind halt in einem Block dran gelernt. Ja. Und der Halbblock könnte mehrere Na, aneinander setzen. nimm einen Halbblock. Ich darf was gesagt. So. Es ist schon wieder Abend. Ja, ich setze mir die Zeit um, passt. So. Perfekt. Ich räume da was in den Keller, in unser schönes Machen uns großes da. Lager. Ah ja, da hatten wir doch eine Maus. Was hatten wir? Eine Ratte war das. Eine Ratte hatten wir Haut abgezogen, die kann man auch füttern angeblich, ja. Was? Das ist eine Ratte. Na, auf unserer Reise. Okay, die Tiber lassen in der nächsten Zeit nicht kochen. Gibt's Rattenburger zum Abendessen? lecker. Es regnet. Also, richtig ist die. Aber das hat natürlich jetzt einen anderen Farbton. Bin mir schon wieder gar nicht sicher, ob das überhaupt. Ja. Es wäre halt ein bisschen ein natürlicherer Verlauf. So, ist es, wo ist Komisch es? ausschaut und so. Ah, da ist der Abdruck. Man braucht nur blind sein, dann sieht man es nicht. Genau. Das hilft immer, Das hilft um immer. etwas zu übersehen. Gut, na dann. Oh, die Eier könnten hier reinkommen, dann muss ich sie holen. Ah, Ja, und habe jetzt das Holz vergessen? Nein, habe ich da. Passt. Perfekt. Jetzt haben wir. es ist auch in meiner Kompostkiste etwas Holz. Das setzen wir so als Begrenzung, weil sonst würde da ja der Schotter praktisch die Zeit weglaufen im Ich Realen. hasse Regen. So, und wenn wir den da so begrenzen. Dann schaut das, glaube ich, ganz gut aus. Sehe ich das da Warum springe ich im Teich? Oh, keine Öffentliche Ahnung. Wäsche ist ja noch gar nicht so weit aus, dem regnet es ja gerade. Genau. So. Ja, ich glaube. Ich schaue es mir gleich an. So, kann ich das dazu geben? Viel zu behagen. Nein. Ah ja. Wir brauchen so Schiefersteine, um Pfeiler zu machen. Und Federn. Wenn mich nicht alles irrt und täuscht. Feuerstein. Ah, Feuerstein nennt sich das ja. Keine Ahnung, aber diese Steinspitzen, ja, Feuerstein. Mit dem Maxpfeiler. Da liegen drüben welche in der Kiste. Okay. Aber du brauchst eigentlich, wenn du das haben willst, einfach nur Schotter, also Kies, hinsetzen und wieder weggraben. Dann kriegst du jedes Ja. Mal Feuersteine raus. Ich grab deinen Weg wieder raus. Na, das wollte ich damit eigentlich nicht sagen. Was tust du da? Da sind wir noch ein bisschen zu. Du gehörst doch hierhin. Okay. Tropp, tropp, tropp. Ich nehme mich da raus. Oh, was ist denn? Was Ja, steht dann hier wird er da ein alles? bisschen dünner auch immer drin. Was liegt da? Erdbeeren. Ah ja. Ah ja, die Fische. Okay. Es gibt so viele verschiedene Gut. Fische. Ich glaube, ich bin mit dem Weg zufrieden. Jetzt muss das nur begrünen da. Ich komme mal anguxen.
Ja. Top, 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 top. Top, 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 top. Hast du das Wasser nicht abgestellt? Nein, fließt noch. Aber schau, das Feld wird gelb. Ja. Passt der Weg so? Ja, da passt so. Wo willst du den hinlaufen lassen? Achso, wir warten auf die... Den Weg oder was? Ja. Na, da läuft er jetzt aus. So, fertig. Okay, und dann kommt es auf die Gebäude an. Genau. Verstehe. Wir können da natürlich zwischen den beiden kleinen Feldern und dem Gemüsegarten, da könnten wir schon mal den Weg entlang laufen lassen. Zum Fischerdorf, ja. Fischerdorf. Ah, Fischerhaus. Ja. Wobei man aber nicht sicher bin, dass das bleibt. Warum? Naja, wenn wir so ein Rathaus hernaus machen, dann wird das auf diesen Hügeln da drinnen. Ob dann das Haus da nicht im Weg ist. Ne? Okay. Ja. Manchmal müssen Häuser fallen, sehen wir dann nicht. Ja. Das ist ja, wenn sich jemand ansiedelt, das ist so das erste Blockhaus und jetzt entsteht das Dorf und dann wird irgendwann einmal dieses kleine erste Blockhäuschen von den ersten Siedlern halt. Okay, wir brauchen Siedler. Noch nicht. Aber wenn wir dann einmal übersiedeln, ein anderes, dann könnte man da im Bauernhof die ersten ansiedeln. Genau, die wenn die dann auch wirklich arbeiten, wäre das dann schon ganz gut. Die braucht sich schon wieder das Lachen. Ja. Einer ist nicht genug. Da war zu wenig, brauchen wir mehrere. Ja, du solltest ja auch irgendwie irgendwann entlastet werden. Genau, bevor er aus den Latschen kippt. Genau. So, gleiches Spielchen wieder. Na bitte. Keine Ahnung, wo die Erde herkommt, aber ich hab sie. Da ist doch cool. Da ist schon wieder so viel gelb. Ach so, vom Ausgraben. Klar. Sehr düster ist gerade das Wetter. Es ist mir da herinnen nicht. Super. Ich komme ja sowieso auch klar. Äpfel hast du schon abgenommen? Ja, habe ich, aber... Das sind sicherlich noch wieder welche drauf. So, da herinnen sind Feuersteine, 17 Stück. Und 5 Pfeile sind da auch herinnen, wenn du welche benötigst. Ah, da habe ich 4 Samen, die kann ich. Was ist das da? Blatthaufen. Ich habe 2 Blatthaufen. Okay, was bringen die? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine Bodenbedeckung. Okay. Also wenn der Regen nicht bald aufhört, füllt sich der Graben. Der Graben füllt sich. Nein, Schatz. Na, pff, ich habe jetzt doch die in der Wutz geht, funktioniert das nicht. Okay. Ratz, 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 ratz. Ah, das da ist wahrscheinlich der Blatthaufen. Da könnte unter die Apfelbäume könnte das hin. Ja, probier's mal. Ja, cool. Schaut irgendwie zwar jetzt momentan ein bisschen merkwürdig aus. Okay. Ah, du hast schon vermehrt. Ja. Und es wird schon wieder gelb. Cool, oder? Sehr cool. Puh. Jo. Und wir sind auch gleich wieder am Ende der Folge. Ich überlege jetzt, wo wir als nächstes was hinbauen. Was kommt denn eigentlich hier rauf? Hast du schon eine Idee? Top, 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 daher. Ja, da könnte man dann einmal ein Fischerhäuschen bauen. An den Fluss?
Naja, kommt da nicht irgendwo ein Gasthaus hin, wo man einen kleinen Anliegersteg machen? So stelle ich mir das vor. Das ist ja viel zu klein für ein Gasthaus, oder? Naja. Kommt das Gasthaus an? Na, jetzt haben wir so einen relativ großen Bauernhof. Stimmt eigentlich, ja. Oh, du hast recht, ja. Also in der Nähe vom Wasser mit einem Anlegersteg und dann ein kleines Boot dann hin. Oder wirklich da so in die Ecke hier? Ja, wo hier? Ah, da. Dieses hier. Ja, was soll da hier? Da, das Fischerhäuschen. Mit auch, da ist Schotter, da kannst du einen Steg machen. Könnte man machen, das fürs Gasthaus, es gibt nämlich da weiter hier vorne. Wo war das? Da hier vorne, wenn man da rüberläuft. Ja. Du, ich glaube, es wird finster. Kannst du mal wieder Tag machen? Ja, und ich glaube, die Folge kann man ja beenden. Okay. So, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, nein, ich glaube, es war sogar deins. Dann schaltet wieder ein bei Minecraft Live in the Woods Let's Play. Du gehst dann mit der Tipper und dem anderen. Bis dahin, viel Spaß und Happy Gaming. Und ciao. Tschüss. Tschüss.